Und das Tor! Wie wichtig! 25. Minute. Das 1:0 für den SV Werder. Karl-Heinz Riedle nutzt einen Fehler der italienischen Abwehr, spritzt in eine verunglückte Rückgabe hinein und bringt die Bremer in Führung. Mit dem langen Bein vorbei an Giuliani. Da hat der Nationalstürmer seine ganze Gefährlichkeit wieder einmal gezeigt. Fehler kam von Tripper, dem Spieler mit der 4, der den Ball etwas lässig zurückgeben wollte zu seinem Torhüter. Und da war es passiert. Und jetzt müssen die Neapolitaner schon mindestens 3 Tore schießen hier an der Weser, wenn sie sich noch Chancen auf die erfolgreiche Verteidigung des UEFA-Pokals ausrechnen wollen.